Ein Dreieck ABC ist so, dass der Abstand zwischen A und C 13 beträgt, der Abstand zwischen A und B 14 beträgt und der Abstand zwischen B und C 15 beträgt. Der Punkt H ist der Fuß der Höhe mit Ursprung C. Wie viel misst der Abstand zwischen C und H? Hier dieses Dreieck ABC, dessen Seitenlängen wir mit klein a, klein b und klein c bezeichnen. Also klein a ist 15, klein b ist 13 und klein c ist 14. Die Öffnung des Winkels BAC nennen wir Alpha. Die Kosinusregel im Dreieck ABC ergibt a im Quadrat gleich b im Quadrat plus c im Quadrat minus 2 mal b mal c mal Cosinus von Alpha. Jetzt ziehen wir diese Höhe CH vom Dreieck ABC und arbeiten jetzt in diesem rechtwinkligen Dreieck AHC. In diesem rechtwinkligen Dreieck erhalten wir, dass der Cosinus von Alpha gleich ist zu dieser Kathetenlänge, die wir klein d nennen, geteilt durch diese Hypotenusenlänge klein b. Also können wir hier Cosinus von Alpha ersetzen durch d auf b. So. Und dann können wir hier noch durch b kürzen. Somit erhalten wir also, dass 15 im Quadrat gleich ist zu 13 im Quadrat plus 14 im Quadrat minus 2 mal die Zahl c, das heißt 14, mal die Zahl d. Und diese Gleichung mit unbekannter klein d führt zu klein d gleich 365 minus 225 geteilt durch 28, also 140 auf 28 und das macht genau 5. Jetzt wenden wir den Satz des Pythagoras im rechtwinkligen Dreieck AHC an und der ergibt, dass diese Kathete, die wir klein h nennen, h wie Höhe, diese Kathete im Quadrat ist gleich zur Hypotenusenlänge im Quadrat minus diese Kathetenlänge im Quadrat. Also erhalten wir h Quadrat gleich b Quadrat minus d Quadrat. Aber b ist gleich 13, dessen Quadrat also 169. Und d ist gleich 5, dessen Quadrat also 25. Somit finden wir, dass h im Quadrat 144 ergibt, also ist h die Quadratwurzel von 144, das heißt 12. Die Endantwort auf die gestellte Frage lautet also 12.